alles ganz neu bei mir. Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ein bisschen höher, liebe Gäste auf dem Kurs. Dank meiner Vorrednerin muss ich gar nicht mehr viel sagen, das finde ich super. Zum Skateplatz beim Dom 4 ist gesagt, der Platz wurde Ende der 1990er Jahre im Rahmen einer Jugendbeteiligung durch das Jugendamt mit selbstgebautem Skate im Land bestückt. Daher ist der Ort auch durch die Lage ein beständiger Skateort in der Kasseler und auch nordhessischen Rollsportgemeinschaft. Aber auch durch seine zentrale Lage hat dieser Platz einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Rollsportszene der Stadt Kassel, aber auch wenn es um Aufenthaltsqualität von Jugendlichen geht. Und deswegen ist es jetzt auch wirklich endlich an der Zeit, den Platz raus aus dem Schatten rein in das Rampenlicht zu bringen und zu einem zeitgemäßen Skatepark der verschiedenen Rollsportarten gerecht wird, umzugestalten. Ich hoffe, dass Sie alle die angehängte Konzeptstudie von dem Studio Endboss gesehen haben. Es gibt ja auch die gedruckte Variante. Und ich möchte auch hier wieder auf einen ganz konkreten Punkt eingehen. Sie können sich fast schon denken. Und zwar geht es um das Thema Beteiligung. Bei diesem Projekt wurden junge Menschen, aber auch andere Menschen, Nutzerinnen, Gruppen der Stadt beteiligt über mehrere Projektformate hinweg. Man kann das dieser Broschüre schön entnehmen, wie mit verschiedenen Sachen hier. Ich möchte das jetzt hier nicht vorlesen. Menschen beteiligt wurde und ein Konzept ausgearbeitet wurde, welches eben Anwohner mit bedenkt, aber auch Lieferverkehr mit bedenkt, die Menschen, die Rollsport betreiben, mit bedenken, aber auch mit bedenken, ob vielleicht die Straßensituation oder auch Begrünungssituation heutzutage noch so zeitgemäß ist. Somit ist ein wunderbares Konzept entstanden, welches wir als Linke natürlich begrüßen. Und wir begrüßen auch weitere Maßnahmen wie die Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Sitzgelegenheiten sowie mein öffentliches WC, was wir zum Beispiel auch schon seit vielen, vielen Jahren im Hotdog-Park haben. Ein Trinkwasserbrunnen könnte man dort zum Beispiel auch aufstellen. Und außerdem ist es schön zu sehen, wie viele Menschen ineinander gegriffen haben bei diesem Projekt. Auch der Künstler Stefan Marx, der aus der Gegend kommt, hat sich eingeklinkt und dieses Projekt auch grafisch begleitet, was einen sehr großen Nutzen hat. Deswegen sind wir dafür, dieses Projekt zu unterstützen und stimmen dem auch zu. Denn es bietet einfach mehr Aufenthaltsqualität, mehr Grün, die umstrukturierende Nutzung, mehr Licht sowie natürlich auch eine zeitgemäße Gestaltung der Skateanlage, die Obstacles sind mittlerweile wirklich sehr abgenutzt. Und daher appellieren wir auf eine baldige vollständige Umsetzung des Entwurfs. Klar, die Kollegin vor mir hat darauf hingewiesen, dass es eine Stück-für-Stück-Umsetzung ist und natürlich auch Finanzen dafür bereitgestellt werden muss, aber uns wäre wichtig, dass man sich nicht erst nur die günstigen Maßnahmen wie die Austausch von einigen Geräten vornimmt, sondern auch das gesamte Konzept im Blick hat, dass es ein gesamtgedachtes Konzept